Moin! So, heute geht's los. Überfahrt auf die Nordinsel. Hoffentlich. Sieht aber ganz gut aus. Unser Camper steht da. Wir stehen schon mal an. Fähre ist noch nicht da. Wir haben auch eine E-Mail vorab bekommen, dass die anderthalb Stunden oder eine Stunde 45 Minuten Verspätung hat. Das ist ja soweit schon mal in Ordnung. Hatte man morgens ein bisschen mehr Zeit. Und jetzt eben gerade gab es die Information, dass es noch später wird. Wir werden wohl nicht vor 14:30 Uhr abfahren. Deswegen gut, dass Vivi und die Kinder einfach schon mal raus sind zum Spielplatz, während ich hier im Camper gewartet habe, um den entsprechend dort abzustellen. Ja, und jetzt haben wir gerade die Info bekommen, dass wir um 1 quasi zurück beim Camper sein sollen. Ist ja praktisch, dass man den dort abstellen kann. Und hat sie auch gesagt, man sollte einfach sich hier noch aufhalten, ein bisschen gehen und mit Kindern auf dem Spielplatz oder sowas und einfach was anderes machen. Das tun wir auch, Wecker ist gestellt, dass wir rechtzeitig zurück sind. Hintergrund der ganzen Geschichte ist wohl, es gibt irgendwie 6 Fähren, 6 Schiffe. Davon laufen nur 2. Die anderen sind alle kaputt. Es gab schon Komplettausfälle. Wir hatten welche auf unserem Campingplatz, wenn wir gestern vorne fahren, da ist die Fähre komplett ausgefallen und die haben auch noch kein Ersatzticket. Sprich, wir sind da noch somit also ganz gut dran, was das angeht. Dass wir überhaupt eine Fähre haben auf die Nordinsel können, die müssen sich jetzt irgendwie überlegen, ob sie auf eine Ersatzfähre kommen. Da gibt es ja noch den anderen Anbieter, Bluebridge. Da standen sie gestern wohl 3 Stunden in der Warteschlange und haben immer noch kein Ticket bekommen. Das heißt, sie wissen nicht, ob sie überhaupt noch rüber können. Haben wohl auch nicht mehr allzu lange hier in Neuseeland. Und die andere Alternative ist dann wohl mit dem Camper zurück nach Christchurch und dann dort mit dem Flieger nach Auckland. Und dann ist dort Ende der Gelände. Das klingt jetzt nicht so verlockend, finde ich. Von daher sind wir ganz froh, dass wir jetzt ja zumindest schon mal am Terminal anstehen und wir wohl Glück haben, dass wir ausgerechnet eins der Schiffe gebucht haben. Oder auswählen konnte, dann man sicher ein Schiff nicht, aber zugewiesen bekommen haben, was halt funktioniert. Wo nicht der Motor kaputt ist oder sonstiges. Und auch wenn es dann heute etwas später wird mit der Überfahrt, haben wir ja eh nicht viel weiter geplant. Man kann ja hier auf dem Spielplatz, man muss nicht dauerhaft im Camper sitzen. Das heißt, es gibt genügend Möglichkeiten, um jetzt irgendwie etwas zu tun. Ich schaue jetzt mal, dass ich die anderen finde. Und dann würde ich sagen, machen wir aber das Beste draus. Wir nehmen wir nachher mit, wenn es auf die Fähre geht. Hoffentlich. Bis dann. So, es gab ja noch ein bisschen Verspätung. Es ist jetzt 14:33 Uhr. Wir haben jetzt gerade erst den Camper geparkt. Genau, da war noch eine andere Fähre vor uns, die ihr in der Slow-Mo gesehen habt. Nicht Slow-Mo, sondern in der Timelapse. Und die war quasi nur für LKWs da. Und die hat dann nochmal abgelegt und dann kam danach nochmal eine neue. Und jetzt sind wir da endlich drauf. Jetzt kommen wir noch die ganzen Autos. Es dauert also ein bisschen, bis wir halt hier starten. Und genau, dann fahren wir nachher los. Das Wetter hat sich auch ein bisschen verschlechtert inzwischen. Und ja, wir warten jetzt hier einmal, bis wir losfahren können. Also bis die Fähre losfährt. Wir schauen dann mal, wann wir in Wellington ankommen. Ich glaube, so etwas bei 3 Stunden dauert die Fahrt. Und wenn wir das dann halt hinter uns haben, müssen wir dann nochmal schauen wegen so einem Übernachtungsplatz für unseren Camper. Ah, da kommen die ganzen Fußgängerpassagiere. Genau, jetzt wird es gleich hier ein bisschen voller. Genau. Wenn es hier was Besonderes zu zeigen gibt, dann zeigen wir euch das bestimmt. Ich guck mal, wo die anderen hin sind. Tatsächlich abgelegt, hat noch ein bisschen gedauert, aber jetzt sind wir los. Ich bin ja gerade auf dem Aussichtsdeck. Ich zeige euch auch gleich nochmal was für eine Aussicht. Das ist hier nur an einigen Stellen sehr, sehr windig. Hier ist es quasi fast windstill. Und ich gehe jetzt mal etwas in Richtung Wind, um euch das mal zu demonstrieren. Etwas windig hier oben. Vielleicht schaue ich nachher nochmal, dass ich nach vorne komme. Jetzt werde ich aber erst dann wieder runtergehen zu Vivi und den Kindern. Es gab hier immerhin, oder aus welchem Grund auch immer, wegen der Verspätung oder sonstigen Problemen, kostenlos Fisch und Chips für alle. Fisch ist jetzt nicht so unbedingt meins, aber gegen eine Pommes hat ja keiner was. Da geht es übrigens nachher lang. Das heißt, ab in die Wolken und ein schlechtes Wetter. Bis später. Moin! So, wieder im Camper sitzen. Wir sind jetzt gleich in Wellington oder wir sind theoretisch schon da, aber wir legen gleich erst an. Wir sollten jetzt schon mal alle zu unseren Fahrzeugen. Dann geht es gleich los mit dem Rausfahren. Da ist ja noch so ein Bus vor uns, so schräg vor uns. Der steht quasi ganz vorne an. Vor unserem Camper hat dann entsprechend auch noch Fahrzeuge. Das heißt, wir sind relativ weit vorne an und können da wohl auch mit als erstes aussteigen oder rausfahren. Dann wird es ein bisschen spannend, ob wir da noch jetzt dahin kommen, wo wir hinkommen wollen. Wir wollen nämlich noch auf so einen Parkplatz. Campingplatz? Ein Parkplatz ist das ja. Das ist ja kein Campingplatz. Wir wollen ja noch auf dem Parkplatz, denn hier gibt es nicht so viele, bis fast gar keine Campingplätze direkt in Wellington. Dafür ist da wohl auch einfach nicht der Platz. Und wir haben aber von einem Parkplatz gelesen, neben dem Te Papa Museum, Barnet Street. Und da kann man sich für $30 ein Tagesticket holen, darf dann damit parken, also unabhängig von der Personenzahl. $30 ist da echt nicht viel. 24 Stunden. Sprich, wir werden uns da irgendwie sowas hoffentlich nehmen. Das sind 10 bis 15 Plätze. Wenn wir hier mit als erstes runterkommen, wäre das ja ganz praktisch. Genau, so viel dazu. Wir schauen also mal, ob wir das hinbekommen. Ich werde leider das Rausfahren auf jeden Fall nochmal aufnehmen versuchen. Und ansonsten war die Fährfahrt jetzt eigentlich ganz gut, ohne große Probleme. 3 Stunden haben wir, wie gesagt, jetzt fast gebraucht. Wetter ist hier deutlich schlechter, aber war es ja auch schon bei der Abfahrt in Picton. Und wir warten jetzt einfach nur gleich, dass wir anlegen und rausfahren können. Bis später. Wir haben jetzt unseren Parkplatz in Wellington. Es ist jetzt auch irgendwas bei 19:30, 20 Uhr. Also 20:30 Uhr sagt Vivi gerade. Wir sind hier jetzt schon etwas. Ich weiß nicht, ob man das groß sieht. Ja, doch, da. Also da hinten, das ist die Reihe der offiziellen Campingplätze, Stellplätze. Campingplatz-Stellplätze. Wenn man aber auch hier den und einen Truck, und hier sind noch so Self-Contained Vehicles und hier nebenan jetzt halt auch, wobei die sind erst nach uns jetzt hierher gekommen. Wir stehen jetzt hier auf so einem Parkplatz, also nicht hier mit so gelben Pollern, sondern da hinten mit so einem Holzbrett und gucken da leicht rüber. So stehen wir halt hier immer noch an der Seite. Bei diesen Campingplätzen dort hinter, ich kann ja auch mal wieder zu mir drehen, da steht halt extra dabei, das ist nur für Camper, da dürfen nur Camper stehen. Aber es steht ja nicht zu den anderen Parkplätzen, dass wir jetzt hier nur Autos stehen dürfen. Und wir haben uns erst da vorne hingestellt, aber dann hat es quasi zwei Parkplätze verbraucht. Und dann gedacht, nee, wir parken lieber nochmal um und verbrauchen auch nur einen. Und von daher stehen wir jetzt hier. Wir zahlen jetzt hier... Okay. So verbrauchen wir jetzt halt nur einen Parkplatz. Das heißt, wenn wir jetzt den Parkplatz zahlen, dann müssen wir auch nur für einen Parkplatz bezahlen. Man zahlt hier $30 pro Nacht für ein 24-Stunden-Ticket sozusagen pro Nacht dann. Und eigentlich wollen wir 2 Nächte halt hier in Wellington bleiben. Es gibt hier leider keine richtigen großen Campingplätze. Ich komme gleich. Und genau, Wellington hat uns hier, wie ihr ja gesehen habt, ich mache hier auch nochmal kurz auf, mit Unwetter, na gut, viel sehen tut man auch nicht mehr, empfangen oder Unwetter nicht, aber einfach halt Regen und ein bisschen Sturm. Über Nacht soll das halt auf 20 Knoten ansteigen, Windgeschwindigkeit, und dann morgen auch den ganzen Tag so bleiben, ein bisschen Wolken und ein bisschen Sonne auch, aber sonst auch viel Regen. Das heißt, ja, es wackelt hier schon ein wenig. Wir haben jetzt hier noch kurz Abendbrot gegessen und jetzt geht es auch gleich ins Bett. Der Große hat heute ohne Mittagsschlaf durchgehalten. Das ist ja nochmal ein Meilenstein. Mal schauen, wie das gleich wird, wenn wir ins Bett gehen. Und ob das jetzt etwas Dauerhaftes ist. Ansonsten hat der Große ja immer noch um die Mittagszeit oder frühen Nachmittag einen Mittagsschlaf gemacht. Jetzt sitzt er hier noch ganz stolz und guckt sich gerade noch ein Buch an. Gibt ja noch eine gute Nachtgeschichte. Und für uns ist halt heute auch einfach mal sonst Schluss. Hast du schon eine ausgesucht? Okay, die da. Also wir lesen gleich die da. Und genau, ich mache jetzt hier vorne noch den Vorhang zu. Dann sind wir für uns. Rein theoretisch haben wir gedacht, wir warten mal, bis da einer wegfährt und fahren dann da schnell hin. Aber die sehen nicht so aus, als würden die heute Nacht nur abreisen. Morgen früh fahren vielleicht wieder Fähren, das sind dann neue Chancen. Aber wir stellen uns jetzt keinen extra Wecker, sondern vielleicht fahre ich einfach, wenn die alle noch schlafen. Und fahre da einfach mal rüber. Eher wahrscheinlich weniger. Genau, Toiletten gibt es halt hier auch keine in der Nähe. Das ist dann auch noch so was anderes. Also nicht in der Nähe, es gibt welche in der Nähe, aber hier keine direkt am Parkplatz, sondern es gibt halt öffentliche Toilette, die ist halt ein bisschen weiter weg. Ist gar nicht so, sieht man nämlich, glaube ich, besser. Da muss man natürlich jetzt durch den Regen latschen, bis man da hinten dann angekommen ist. Daher hat Vivi jetzt erstmal einen Trinkstreik eingelegt. Und ja. Genau, wir schauen mal einfach, was morgen uns der Tag so erwartet, der volle Tag. Wir wollen dann noch ein bisschen darauf eingehen, wo wir halt hin weiterreisen. Das wollten wir uns eigentlich heute Abend auch noch ein bisschen genauer überlegen. Vielleicht machen wir das noch oder sonst halt morgen einfach im Laufe des Tages. Ich sag mal, gute Nacht von hier aus. Wir machen noch ein bisschen was am Handy. Videos hochladen. Muss ich mal gucken, vielleicht hat man hier sogar WLAN. Hast du das schon geprüft? Könnte sein, hier ist das große Museum nebenan. Wenn man Glück hat, reicht das ja vielleicht noch. Und dann lade ich vielleicht noch was hoch und ansonsten geht es bald mit den Neuseeland-Videos los. Ach nee, warte mal, ist ja jetzt schon Neuseeland-Videos. Also ja, für euch verspätet, so rum meinte ich das, dass die dann halt sichtbar sind. Genau. Ist schon spät. Ich glaube, es ist schon spät, genau. Wie gesagt, das schon. Für uns war viel los heute mit Verspätung und Fähre und drum und dran. Ich mache jetzt mal aus. Tschüss.